Als ich die Einladung bekam, habe ich natürlich spontan zugesagt und ich habe die formal vorbereitete Präsentation wieder auf Wunsch von dir, lieber Renate, dann auch wieder weggenommen und das wird ein freier Vortrag, eine gerne zur Diskussion offenstehende wissenschaftliche Darstellung der Thematik Nature-Low, metastasierter Brustkrebs-Systemtherapie. Das bringt mich ein bisschen zurück an die Wurzeln des Beginns meiner Tätigkeit hier im Universitätsfrank, in der Universitätsfrank-Klinik in München-Rosarium, als ich im Keller des Forschungslabors, meistens im Keller, begonnen habe, Hormonrezeptorforschung zu machen und habe damals schon bei der quantitativen Messung von Hormonrezeptoren, das war ab 1985, habe ich festgestellt mit einer sehr archaischen Methode, aber die gut funktioniert hat, nämlich Dextrin-Coated Charcoal-Methode, haben wir gesehen, dass es eine quantitative Messung ist und dass auch dieser Wert ein quantitativer ist. Es gibt kein Null, natürlich gibt es Null, aber es gibt auch ein Unendlich und es gibt nicht ein Plus oder ein Minus. Und genau das ärgert mich jedes Mal, wenn wir in der Medizin versuchen, etwas mit Plus und Minus darzustellen. Das gibt es nicht. Ja? Sondern es gibt immer ein Kontinuum und beim Hormonrezeptor wissen wir es schon sehr lange. Damals haben wir es noch gemessen in Femtomol pro Milligramm Protein. Wir wissen schon lange, dass die Quantität der Hormonrezeptoren direkt verbunden sind mit der Prognose der Brustkrebspatientinnen. Wir wissen es nicht erst seit heute, dass zum Beispiel, heute kamen wieder Vorträge in der vorhergehenden Sitzung, wo es um die Übertherapie ging. Die Patientinnen, die einen Hormonrezeptor haben, ich komme gleich zum Thema HER2-Low, Renate, keine Angst. Dass die Patientinnen, die einen Hormonrezeptor haben zwischen 1-9%, dass sie genauso einen hochaggressiven Krebs haben wie Patienten mit Triple-Negativen. Und obwohl sie ja als Hormonrezeptor positiv gelten. So. Und die den sehr, sehr hohen Wert haben, früher waren das Femtomol pro Milligramm Protein, wenn das in Richtung 100 und mehr ging. Das waren fantastische Prognosen. Und auch je nachdem, welcher der beiden Rezeptoren. Patienten mit einem negativen oder niedrig exprimierten Progesteronrezeptorstatus, die haben eine deutlich schlechtere Prognose als die, die beide Rezeptoren positiv haben. Also man sollte diese uralten Dinge, die wir schon lange kennen, nicht vergessen, gerade heute in dieser Zeit des Hypes, der Multigen-Analysen und was wir so alles meinen, dass wir machen müssen. Als dann wir ganz früh, auch schon im Forschungslabor der Frauenklinik und damals in Kooperation mit den Pathologen, angefangen haben, HER2 zu messen. Da hat es überhaupt noch keine klinische Bedeutung, sondern der Professor Axel Ulrich hatte das 1989 in einem Paper beschrieben, in Science. Da hat er das mit dem Western Blot und mit dem Southern Blot nachgewiesen, dass es ein Onkogen gibt, das nennt sich CRB2, was dann später als HER2 benannt wurde. Und der Zufall war, dass er den Professor Dennis Lehmann von der UCLA getroffen hat auf einem langweiligen Meeting irgendwo in Denver, Colorado. Die waren eingeschneit und als sie dann stundenlang am Flughafen gewartet haben auf die Flieger, haben sich das, was ein Deutscher macht, wenn er einen Kollegen trifft, auf ein Bierchen eingeladen. Und der Professor Arthur Ulrich war der Deutsche und der hat dieses HER2-Neu, das Onkogen kloniert und beschrieben. Und dann hatte Dennis Lehmann gesagt, ja, ich schicke mir mal 150 Tumorproben von Patientinnen, die schon vor langer Zeit bei uns operiert wurden, von denen archiviertes Tumormaterial vorhanden war. Und als sein Doktorand, der Mark Pegram, übrigens ein jetzt mittlerweile sehr bekannter, Ihnen gefallen die Geschichten, oder? Soll ich weitermachen? Mach HER2-Low. Ich komme zu HER2-Low. Als der Mark Biegmann, sein Doktorand, jetzt ist er Chef an der Stanford University in San Francisco, die Messungen gemacht hat, war das verblindet. Und jedes Mal, wo er eine Überexpression festgestellt hat, hat er dann so eine Strichliste gemacht. Damals gab es noch kein ChatGPT oder künstliche Intelligenz. Und hat er dann verblindet die Daten geschickt und dann haben sie festgestellt, dass die Patientinnen, die eine ganz, ganz hohe Expression hatten,
auch die schlechteste Prognose hatten und relativ früh verstorben sind. Also man hatte dann einen Hit sozusagen und dann kam der nächste Schritt, dass man den monoklonalen Antikörper, das Trastuzumab, der erste monoklonale Antikörper auch bei Brustkrebspatientinnen im Rahmen von Studien untersucht hat und die Evolution ist ab da nur noch weitergegangen. Und als ich den Dennis Lehmann mal im Labor besucht habe an der UCLA, war ein genialer Biologe, der Giovanni Paoletti, und er hat mir dann gesagt, guck mal, es ist schon so, dass wir jetzt quantitativ sagen, das ist eine HER2-positive und das ist eine HER2-negative Patientin, aber dazwischen gibt es auch etwas. Und das spielt momentan keine Rolle und das hat auch die letzten 20 Jahre keine Rolle gespielt, weil bei den HER2-positiven Patientinnen hatten wir dann einen Antikörper, später noch einen Antikörper, dann noch einen. Aber bei den Patientinnen, die weniger als diesen 3-Plus haben oder ein 2-Plus mit negativen Fisch, haben wir keinerlei Möglichkeit, gezielt zu therapieren. Bis dann ja, wieder ein genialer Biologe aus den Daiichi-Laboratorien in Japan, verbunden, also eine geniale Methode, an der er 10, 15 Jahre gearbeitet hat, hat er an einem Antikörper, also dann das Trastuzumab, hat er dann mit einem Linker, auch das ist eine fantastische Ingenieursleistung im Labor, hat er dann eine sehr giftige Substanz dran gebunden. Das erste, was dann kam, war das TDM1, das war der erste Antikörper-Drug-Konjugat bei Brustkrebs, und das zweite war das Trastuzumab-Deruxtecan. Beim Trastuzumab-Deruxtecan wissen wir alle, das war eine Substanz, die dann bei HER2-positiven Normalkarzinom-Patienten für Furore gesorgt hat, weil sie auch in einer sehr späten Phase der Erkrankung nur sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr effektiv ist. Und dann kam die geniale Idee, und das wusste man aber schon aus dem Labor, dass bei den Patienten, dass bei den Tumoren, die eine niedrige Expression haben von HER2, dass das Antikörper-Drug-Konjugat auch sehr effektiv ist. Der Rest war dann praktisch klinische Umsetzung. Destiny-04-Studie, letztes Jahr auf dem ASCO-Meeting vorgestellt in Chicago. Standing Ovations, 15.000 Menschen im Saal. Sowas erlebt man nur 20 Jahre auf dem ASCO, spontane Standing Ovations. In einer metastasierten Brustkrebsstudie, der Destiny-04-Studie. Und damit war dann der Weg nicht mehr weit, dass diese Substanz zugelassen wurde. Mittlerweile Gott sei Dank auch verfügbar ist und so, dass wir nicht mehr den Kampf durch die Instanz mit unseren Patientinnen führen müssen, liebe Renate, um ihnen diese Substanz zu ermöglichen, mit irgendwelchen nicht so ganz hochbegabten Ärzten aus dem MDK uns bekämpfen mussten die letzten 12 Monate. Und dann war der Weg geebnet, dass auch ihr ein zweites Antikörper-Drug-Konjugat, das Sacituzumab-Govitecan, aus der TROPiCS-02-Studie, es war nicht das Ziel, das HER2-Low zu untersuchen, aber man hat dann im Nachhinein diesen Biomarker nochmal angeschaut und dann hat man eine ähnliche Effektivität gesehen in einer sehr viel späteren Phase. Und in beiden Studien gibt es einen Überlebensbenefit, beide sind zugelassen. Oder nee, Sacituzumab-Govitecan ist jetzt die nächste in der Zulassung, wenn ich es im Kopf habe. Und ist für eine relativ späte Linie der Behandlung und das Sacituzumab-Deruxtecan in einer früheren Linie. Das Einzige, was mich immer noch ärgert, liebe Renate, und du kennst die Diskussion von mir, dass wir bei Patientinnen mit einer HER2-Low-Erkrankung, und das sind über 60% aller Patienten mit Brustkrebs, dass wir immer noch eine blöde Linie von Chemotherapie machen müssen, bevor wir ihnen das Trastuzumab-Deruxtecan geben. Ganz entspannt bleiben, ESMO dieses Jahr, ich weiß es, gibt es Daten aus einer Studie, dass es auch bei diesen Patientinnen, die keine Chemotherapie bekommen mussten, sondern direkt nach dem Versagen der zum Beispiel endokrinen Therapie, wenn das Intervall sehr kurz ist, dass dann auch die Substanz hochwirksam ist. So dass wir jetzt momentan, glaube ich, einen guten Algorithmus haben. Für die triple-negativen Mammakarzinom-Patienten gibt es ja auch nicht wenige HER2-Lows. Ein großer Teil ist ja HER2-Low. Ist momentan zugelassen in der metastasierten Situation des Sacituzumab-Govitecan, des Trodelvy, für die Patientinnen mit einer metastasierten HER2-Low-Erkrankung, also HER2-2 plus Fisch negativ und HER2-1 plus. Das sind also die Lows,
dass bei diesen Patientinnen die Möglichkeit ist, leitliniengerecht und auch zugelassen, momentan das Trastuzumab Deruxtecan einzusetzen und als neue Möglichkeit mit einer etwas nicht niedrigeren Evidenz, sondern in einer späteren Therapielinie das Trastuzumab Deruxtecan. Das ist eine fantastische Situation für unsere Patientinnen, aber ganz wichtig, wir hatten heute ein sehr, sehr gut besuchtes Symposium zum Thema der selektiven Östrogenrezeptor-Degrader. Die Linie, die erste Therapielinie bei Patientinnen mit metastasiertem HER2-neu-low oder negativen, am Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs, das sind die meisten, ist immer noch der CDK4/6-Inhibitor. Wenn dann die Patientin progredient ist, Metastasen wachsen wieder oder die Patientin hat neue Metastasen, dann kann man zum Beispiel die Östrogenrezeptormutation messen, jetzt wird es wieder noch kleinteiliger. Wenn man mit dieser Östrogenrezeptormutation, die kann man messen an der zirkulierenden DNA, war ein fantastisches Symposium heute Mittag. Und wenn man das in der Hand hat, dann kann man eine Substanz einsetzen, die in ein paar Monaten zugelassen sein wird. Das ist das Elacestrant, also ein sogenannter selektiver Östrogenrezeptor-Degrader. Das ist, wenn man so will, ein orales Fulvestrant, aber was sehr, sehr hoch effektiv ist. Und dann erst, wenn diese Therapien versagt haben, dann kann man immer noch auf den Antikörper-Drug-Konjugat zurückgreifen, entweder in einer früheren Phase das Trastuzumab Deruxtecan oder in einer späteren Phase das Trastuzumab Deruxtecan. Das sind für unsere Patientinnen überlebensverlängernde Medikamente, die sicherlich nicht billig sind, die auch ihre Toxizität haben, nicht vergessen. Sie wirken ja sehr ähnlich wie eine Chemotherapie, aber das sind fantastische neue Möglichkeiten, die es vor 20, 30 Jahren nie gegeben hätte, ja eigentlich vor 2 Jahren nicht mehr. Und insofern freue ich mich sehr, dass dieses Thema von dir heute ausgewählt wurde, lieber Renato, oder von Ihnen, nämlich, wie heißt es, Best of the Day oder so ähnlich. Ne? Das Wichtigste vom Tag. Entschuldigung. Ja, das wäre es von meiner Seite. Danke. Ein Satz dazu, eine wunderbare Darstellung, das wollte ich dir ganz persönlich sagen, weil das war eine wunderbare Darstellung von dir, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr einprägsam, so schön systematisch aufgebaut. Fragen aus dem Publikum? Dann habe ich eine. Michael, wir haben ja jetzt beim ASCO gehabt, dass je mehr ich gucke, desto eher finde ich ein Hortulo. Jetzt kommt das. Okay, also das haben wir heute auch fokussiert in der Mittagssitzung. Also was Frau Heidinger gerade meint, ist folgendes, also wir wussten es eigentlich schon vorher. Der Tumor, wenn er irgendwann einmal Metastasen bildet und auch schon in der metastasierten Situation, wenn der Tumor behandelt wird, heute nannten wir ihn im Mittagssymposium, nannten wir es ärgern oder quälen, ja dann tut er das, was er sonst tun würde, er sucht sich andere Mechanismen dort. Und erstens mal, die HER2-Low-Testung sollte an einer der frischesten Metastasen durchgeführt werden, also einer der letzten Metastasen. Übrigens, es gibt auch sogenannte Mixed Responses, wir kennen das alle aus der Klinik, Patientinnen, die Metastasen haben, welche die reagieren super und welche die reagieren gar nicht, ja sogar eine neue aufgetreten ist. Die neu aufgetreten ist, bitte biopsieren, weil von der brauchen wir dann die aktuelle Biologie. Erstens. Zweitens, ja, das war ein bisschen, die Präsentation war verwirrend. Man muss sie ein bisschen dekantieren lassen, man muss es auch das Full Paper nochmal anschauen. Wenn es publiziert ist, wenn ich es zum Peer Review bekomme, ich werde das schon sehr kritisch reviewen. Also Bottom Line war, naja, du bioptierst so lange die Lokalisationen, bis du irgendwas findest. So ähnlich kam das dann drüber. Ja? Also wir wissen zum Beispiel, dass die... das wussten wir schon von PDL1, weil wir brauchen ja PDL1, damit wir den Checkpoint-Inhibitor einsetzen. Wenn wir zum Beispiel Lungenmetastasen bioptisch sichern oder Lebermetastasen oder Lymphknotenmetastasen oder Hautmetastasen, dann ist die Expression des PDL1 sehr unterschiedlich. An einer Stelle sind es 20%, an der nächsten Stelle sind es 50% oder 60%. Erstens. Zweitens, der Tumor macht in seiner Biologie auch einen Evolutionsschritt. Heißt, du bioptierst, du hast jetzt und deswegen bitte den Primärtumor nur dann zu Rate ziehen, wenn du nichts anderes in der Hand hast. Sonst bitte immer die frischeste, die neueste Metastase nehmen oder so wie jetzt beim Elacestrant
die zirkulierende DNA, dafür gibt es ein oder etabliertes Testsystem. Was wir noch brauchen, liebe Renate, ist eine EBM-Ziffer. Wissen alle aus dem Saal, was eine EBM-Ziffer ist? Bitte Hand hoch, wer es nicht weiß. Das sind die Studenten, ihr dürft es, ihr dürft noch, ihr dürft noch, ihr müsst es noch nicht wissen. Macht euch vertraut, was euch erwartet, ja? Einheitlicher Bewertungsmaßstab. Entschuldigung, ihr wisst es, genau. Also ist mein Sohn hier, ja? Mit seinen Semesterkollegen. Er darf den Papa heute zum ersten Mal zuhören, oder? Okay, gut. Er ist mein größter Kritiker. Also, bitte die letzte frischeste Metastase biologisch sichern, fürs Elacestrant bitte die zirkulierende DNA messen lassen in einem etablierten, gut funktionierenden Labor. Und ja, da wird noch mehr kommen. Da wird noch mehr kommen auf uns. Und ich hoffe, dass die Kostendeckung der Krankenkassen das dann auch so mitträgt, weil das ist der größte Kampf, den wir führen müssen zurzeit. Aber ich will ja die jungen Leute nicht enttäuschen, also sagt ja, also dann brauche ich gar nicht mehr in den Beruf einzusteigen, wenn du so, so kritisch sprichst. Ja, ein bisschen Hoffnung muss ja sein. Okay. Nein, ich meine, wir wollen ja sagen, wir haben ja ein gutes Gesundheitssystem im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern. Immer ein bisschen positiv denken, das finde ich auch. Na, aber Renate, wir müssen halt. Renate, ich muss einen Kommentar loswerden, das wird aufgezeichnet, ich weiß es. Wir haben für Patientinnen in der Masse tatsächlich ein fantastisches System. Ja. Für diejenigen, die Leistung erbringen, wir sind, und ich sage es hier nicht, weil ich hier politisieren will, wir müssen aufpassen, dass wir den Bogen nicht überspannen. Bei Hebammen, bei Schwestern, bei Ärzten. Und wenn wir das tun, dann haben wir ein fantastisches System für die Patientinnen und Patienten, aber kein gutes mehr für den Nachwuchs. Und den, dieser Nachwuchs, den brauchen wir. Jana, kannst du es unterschreiben? Yes. Danke. Da bedanken wir uns ganz herzlich. Ganz hervorragend, wirklich.